Ja, Freunde, Honen eines Zylinders. Warum nochmal? War das Scheitern beim letzten Mal nicht schlimm genug? Ja, diesmal habe ich mehrere Dinge. Ich habe erstens hoffentlich vernünftiges Werkzeug, zweitens hoffentlich bis wahrscheinlich gute Tipps von Fachleuten und drittens, ja, ich hätte mal wieder Lust dazu, mich zu blamieren. Willkommen bei Zams Channel. Ja, das letzte Mal, als ich versucht habe, einen Zylinder zu honen, da gab es auch ein Video dazu, habe ich... Naja, es ist noch ein bisschen ölig, ich will es jetzt nicht größer auspacken, dieses Teil von eBay benutzt. Ja, Hohnsteine von unbekannter Körnung, war halt irgendwas, was es halt gerade so gab. Ich wollte es halt einfach mal machen und das, ich weiß nicht, was es gekostet hat, 15, 20 Euro oder so. Naja, nichts Besonderes jedenfalls. Das Video zu diesem gescheiterten Hohnversuch ist irgendwie online, ich kann es ja mal verlinken. Jetzt versuche ich es nochmal mit einem neuen Werkzeug, was gerade gekommen ist. Und das packe ich jetzt gerade mal aus. Dieses Werkzeug ist schon mal ziemlich gut verpackt, muss ich sagen. Ups. Was haben wir hier? Ja, genau. In dieser Fibel steht drin, steht sehr interessante Dinge drin. Die kann man übrigens auch runterladen, glaube ich. Oder die Sachen sind auch auf der Webseite drauf. Und da steht also drin, wie man das anzuwenden hat. Genau. Und... Der liebe Sven von der Firma Scheuerlein, mit dem habe ich ein paar Mal hin und her gemailt und er hat mir diese Bürste empfohlen für das, was ich vorhabe. Oh, zugeschraubt. Kindersicherung. Ja, das ist also eine Körnung 180, genau im Durchmesser für den vorliegenden Zylinder von der CB1100, eine Flex-Hohnbürste. Mal gucken, ob ich da reinkomme. Ja, so sieht also eine Flexhohnbürste aus. Die gibt es also in verschiedenen Durchmessern und man muss also den Durchmesser auf das Werkstück anpassen. Und das sind also ja, Schleifkörper, die an den Enden dieses Drahtgeflechts sitzen. Und damit kann man also den Hohnschliff, sprich den Kreuzschliff, der dazu da ist, das Öl im Zylinder zu halten, wieder herstellen. In so Stahlzylindern, wie hier bei uns bei der CB1100 vorliegt. Ja, und diese Bürsten gibt es also in verschiedenen Durchmessern, abgestuft in wenigen Millimetern. Also wenn man ein bisschen kleineren Zylinder hat, nimmt man eine andere. Und diese Bürsten sind auch nicht ganz billige, könnt ihr mal auf der Webseite gucken. Ich glaube, die Bürste kostet um die 70 Euro. Und ich hoffe es, na, vielleicht habe ich ja irgendwann mal auch mehrere von diesen Zylindern zu machen, nicht nur diesen einen Block. Und vielleicht amortisiert sich die Investition ja irgendwann, keine Ahnung, aber... Es geht erstmal darum, vielleicht diesmal mit den Tipps vom Sven und mit dem, was in der Fibel steht, diesmal ein nicht blamables Ergebnis zu bekommen, sondern ein gutes Ergebnis. Ja, darum geht es also in diesem Video. Und falls ich es noch nicht gesagt habe, willkommen bei Zams Channel. Aber ich glaube, ich habe es schon gesagt. Ja, die Benutzung einer Flexhohnbürste ist für mich das erste Mal. Ich habe keine Ahnung, welche Bearbeitungszeit benötigt wird, ob es eher 5 Sekunden oder 5 Minuten sind pro Liner. Ich habe keine Ahnung, welche Kräfte wirken. Ich habe keine Ahnung, ja, welche Drehzahl ich brauche. Das Einzige, was ich weiß, ist, ich soll dünnes Öl benutzen. Und im Internet habe ich gesehen, bei BP Motorentechnik, der Björn benutzt eine Mischung aus WD-40 und Kaltreiniger. Nein. Falsch, eine Mischung aus Ballistol und Kaltreiniger. Und der Sven von Scheuerlein hat mir gesagt, kannst WD-40 benutzen oder irgendein anderes dünnes Öl, was du gerade hast. Ja, WD-40 habe ich eine Dose, allerdings möchte ich die nicht versprühen. Deshalb benutze ich Ballistol, aber kein Kaltreiniger, weil ich keinen habe. Also habe ich eine Dose irgendwelcher Tücher zerschnitten. Unten ist der Boden dran, das fülle ich mit WD-40. Oben, das habe ich jetzt so ein bisschen zum Sauerei vermeiden. Falls es Sauerei vermeidet, wer weiß. Und mit diesem Ding habe ich jetzt vor, hier unten das WD-40 einzutauchen, welches dann unten in dieser Dose sitzt und dann halt so... Naja, ihr könnt es euch vorstellen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ja, warum Ballistol? Weil ich viel davon habe. Ich habe mal einen 10-Liter-Kanister gekauft und selten gebraucht.
Das heißt, ja gut, 10 Liter ist auch genug für den Rest des Lebens, habe ich mir gedacht. Deshalb ist noch so viel davon da. Deshalb benutze ich das. Viel hilft viel. Manchmal bin ich so. Ballistol riecht auch ganz gut. Man kann es nach der Benutzung an Salat machen. Kann man übrigens wirklich. Das Zeug ist lebensmittelneutral und man kann das auch als Salatöl benutzen. So, mal ein bisschen justieren. Vielleicht sollte ich, fällt mir gerade ein, meine Bürste erstmal einölen, bevor ich da das erste Mal benutze. Geht schwer rein. Ich merke das jetzt schon. Na, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Das ist übrigens der kaputte Zylinder, den will ich zum Testen benutzen. Zum Testen und zum Üben. Los geht's, oder? Das war jetzt rein nach dem Gefühl. Es ging schwer, aber es ging. So sieht es hier drin aus. Unten das Ballistolreservoir. Das habe ich halt immer jetzt so ein bisschen hochgezogen. Und jetzt schauen wir uns an, ob das schon einen Hohnschliff gegeben hat. Und ich muss feststellen, es hat schon einen gegeben. Aber er ist viel zu flach. Also funktioniert hat das schon im Vergleich hierzu. Ich denke, man kann es ganz gut sehen. Ich muss viel schneller hoch und runter holen und müsste vielleicht nochmal die Drehzahl von der Bohrmaschine runterfahren, aber das kann ich nicht. Das war schon die niedrigste Drehzahl. Aber ich muss gucken, dass ich die Auf-Ab-Bewegung viel schneller mache und die Rotation dabei im Verhältnis dazu langsamer. Zum Glück habe ich einen komplett kaputten Zylinder, der sowieso aufmaß muss, falls man nochmal benutzen will, für genau diese Tests. Also versuche ich das jetzt zu korrigieren. War ich viel schneller in der Auf-Ab-Bewegung. Ja, das ist doch schon mal recht nahe dem, wo wir hinkommen wollen, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, ob es 45 Grad sind, kann auch sein, dass es eine 44,5 sind, aber es ist schon mal deutlich besser als das, was ich vorher produziert habe. Das heißt, ich muss so schnell, wie ich einfach kann, denke ich mal, die Hoch-Runter-Bewegung machen. Okay. Die Oberfläche ist auch in Ordnung, denke ich. Die Oberfläche, auf die habe ich ja keinen Einfluss. Sie ist halt so, wie sie halt ist. Der Sven hat gesagt, die Körnung ist genau richtig dafür und ich soll die benutzen. Plateauhonen kann man danach übrigens auch noch. Ich habe das, wie gesagt, bei BP Motorentechnik gesehen. Der hat danach noch so ein anderes Teil durchgezogen. Allerdings war das ein VR6-Zylinder. Und ich habe den Sven gefragt, ob er mir noch einen anderen Nachhohner geben will zum Plateauhonen danach. Plateauhonen nimmt die Spitzen dieser entstandenen Kratzer. Die Kratzer sind ja im Prinzip Dächer in diese Richtung. Das Plateauhonen sägt die Dächer ein bisschen ab, damit der Kolben ein bisschen leichter hat danach. Aber er sagte bei diesen Grauguss, gerade gesagt Grauguss, ich glaube ja, Zylindern braucht man das nicht. Ich soll einfach nur mit diesem Ding da durchziehen und dann ist alles gut.
Ja, ich muss sagen, jetzt wo ich das ein bisschen schneller gemacht habe, ist das Ergebnis, glaube ich, ganz brauchbar. Jetzt werde ich mal eine zweite Büchse dieses Testblocks machen. Es ist übrigens so, dass man mit dieser Flexhohlbürste den Durchmesser nicht verändert. Das ist genau das, was wir hier brauchen, weil der Zylinder ist ja eigentlich in Ordnung. Der Durchmesser ist genau, wie er sein soll. Das hatte ich ja gemessen. Und deshalb benutze ich diese Flexhohlbürste. Auf Empfehlung der Spezialisten natürlich, klar. Aber oftmals sieht man ja, dass Zylinder auf Endmaß gehohnt werden. Das ist dann aber mit diesen hohen Steinen. Damit kann man die letzten Zehntel nach dem Ausspindeln auf Endmaß bringen. Diese Flexhohlbürste macht das nicht. Diese Flexhohlbürste ändert den Durchmesser nicht. Die bringt nur die Schraffur rein. Und jetzt versuche ich das bei dem zweiten Mal gleich richtig zu machen. Und ich denke auch so 10, 15 Sekunden scheint auch zu lang. Sieht gut aus. Vielleicht sollte ich versuchen, noch ein bisschen schneller meine Auf-Ab-Bewegung zu machen. In Kolbenrichtung, in Kolbenflugrichtung. Das wäre übrigens der Zylinder mit dieser schadhaften Stelle hier neben. Wenn man die beiden hier vergleicht, sieht man, den habe ich ja zweimal gemacht. Zwei Passes, einmal ein bisschen zu langsam und dann ein bisschen schneller. Und den habe ich jetzt mit einem 10 Sekunden Pass etwa gemacht. Hier kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr, ein bisschen länger machen. Ich versuche jetzt mal beim nächsten Zylinder so, ja, 20 Sekunden durchzuhalten. Ist ein bisschen anstrengend, aber ich sollte das hinkriegen. So, ich nehme jetzt den dritten Zylinder. Ich mache es noch ein bisschen länger und versuche noch ein bisschen schneller zu werden. Ah. Ja, ich glaube, das sieht ganz gut aus. Fühlt sich auch ganz gut an. Das war der erste, das war der zweite, das war der dritte. Ja, ich denke, das ist okay. Ja, jetzt mache ich noch den letzten bei diesem Block. So komische Striche hier drin, na gut. Jetzt mache ich noch den letzten und dann schauen wir mal. Dann hoffe ich, dass die Flexhohlbürste noch gut ist für den eigentlich richtigen. Aber ich denke, gehe davon aus, dass er das ist. So, jetzt kommt der letzte noch und dann bin ich genug geübt, wie ich hoffe. Ich muss vor allen Dingen versuchen, nicht so auf den Boden zu knallen mit dem Ding vielleicht. Irgendwas passiert, dass ich mir den Boden für ein paar Meter gesprenkelt habe. Ja, das war der letzte. Ich glaube, ich habe jetzt die richtige Technik, sodass ich den richtigen Zylinder, den ich auch verwenden möchte, dann jetzt mal bearbeiten kann. Aber vorher mache ich den ein bisschen sauber. Ja, jetzt wird es ernst. Das ist der Zylinder, den wir verwenden. Ich habe ein bisschen Ballistol nachgefüllt. So, jetzt mache ich Nummer 3, Nummer 4.
Keine. Einmal Boden putzen. Da ich jetzt nicht weiß, ob ich das gut oder schlecht gemacht habe, sage ich wie immer, bitte nicht nachmachen. Ich mache mal sauber, dann schauen wir uns gemeinsam das Ergebnis an. Diejenigen unter euch, die sowas schon öfter gemacht haben, diejenigen unter euch, die sowas vielleicht sogar beruflich machen, können wir ja mal sagen, dann was sie davon halten. Ich habe den Zylinder jetzt nur abgeputzt, nicht gewaschen, nicht entfettet. Ich möchte die Schutzwirkung des Ballistols erhalten und wir schauen es jetzt gemeinsam. Ich kann auf dem Bildschirm fast nichts sehen, weil es jetzt so hell ist, aber ich wollte das extra im Sonnenlicht mal zeigen. Ich hoffe, die Kamera regelt jetzt nicht alles runter, wie es geworden ist. Vielleicht kann ich nochmal von der anderen Seite ein bisschen reinfilmen. Wie gesagt, ich sehe auf dem Monitor so gut wie nichts im Moment und ich hoffe einfach, dass die Aufnahmen halbwegs brauchbar werden. Ja. Also was ich so sehen kann, nicht im Monitor, sondern live, wenn ich an dem Monitor vorbeischaue, macht eigentlich einen ziemlich guten Eindruck und lässt mich hoffen, dass ich nichts nennenswert prinzipiell falsch gemacht habe. Okay. Damit ist dieser Versuch beendet, wie auch immer. Irgendjemand sollte jetzt aufräumen. Ja, Freunde, es ist ein kurzes Video, aber es befasst sich mit einem Thema, mit genau diesem Thema. Das Wetter ist prima, andere sind Motorrad gefahren sicherlich, ihr hoffentlich auch. Ich war ein bisschen wandern mit meiner Frau, ein bisschen Fahrradfahren mit meiner Frau und habe ich mir gedacht, Hohnen, Zylinderhohnen, Flexhohnen ist genau das, womit man den Muttertag verbringt. Meine Mutter lebt nicht mehr, ich darf also arbeiten an solchen Tagen. Jetzt zeige ich euch den Film und dann mache ich hier mal ein bisschen sauber. Ansonsten sage ich bis demnächst bei Sams Channel und haltet die Ohren steif.